ist halt, wenn du mit so einem kleinen Geschütz halt auf eine gepanzerte Einheit schießt, dann wird's halt nichts. Andererseits muss man einfach sagen, wir haben ja nichts. Wir hatten ja nichts. Ja. Infanterie bist du nicht so der Fan von? Ich habe eben gebaut und die sind gegen die Trikes eben schneller abgenippelt. Also ich hatte da irgendwie vier Einheiten gefühlt stehen und eine ist noch übrig. Ja, dann kann man auch einfach Fahrzeuge bauen. Und deswegen, genau, habe ich dann, also ich habe in Erinnerung, dass das mehr brachte, aber ganz ehrlich, wenn halt nicht, dann halt nicht. Also ist offensichtlich kaputt ständig. Ja, ich wundere mich auch, weil normalerweise von den Spielregeln her sollte es so sein, wenn sie auf Concrete, und das habe ich ja, gebaut wurden. Okay, ist nichts kaputt. Oder halt wenn sehr, sehr langsam. Wo ist denn jetzt der dusselige Ernter? Fährst du jetzt mal langsam? Ja. Mittlerweile ist der da vermutlich schon wieder fast voll. Ja, ist er auch. Kannst du eigentlich noch irgendwas anderes bauen jetzt? Also den Tank, kann, also den das Silo? Dann bekommen wir bald mal das Silo. Sonst gibt's nichts, ne? Dauert dann noch ein bisschen. Ja. No, Silo natürlich auch nicht ganz nach vorne bauen. Weil wenn kaputt, dann Spice weg. Also deswegen auch immer ein gern gesehenes Opfer. Die Silos, aber wie gesagt, weil ich habe das auch nicht mehr so in Erinnerung. Dass, aber du, wir hatten ja nichts anderes im Vergleich. Nee, aber du, ja, du wusstest ja, du gehst da hin, dann haben die Einheiten geschossen, hast du gedacht, boah, läuft es. Ja? Aber das ist jetzt mit anderen Spielen, dass das dann viel schneller geht, ein Command Conquer oder eine Alarmstufe Rot, da schießt du irgendwie 20 Mal drauf und dann ist weg. Da gehst du mit einem kleinen Raider-Trupp dahin, und dann... Und dann, das ist halt viel mehr so hin und her wogen. Ja. Also, naja, das ist natürlich auch auf E-Sports optimiert. Ja. Weil hier, du spielst es halt alleine vor dich hin, dann dauert das halt, bist du beschäftigt, ist ja gut, dann hast du Unterhaltung. Aber wenn du halt einen sportlichen Wettkampf machst, dann brauchst du Tempo, damit das irgendwie spannend ist. So, müsstest du nicht langsam mal die gegnerische Economy stören? Ich habe gerade deswegen meinen kleinen Scout hier losgeschickt. Okay. Weil so kann ich nicht. Okay, so kann er auch nicht. Ah, guck, er dreht sich jetzt, um wegzufahren offensichtlich. Nee, macht er nicht. Er wollte sich einmal nur rumdrehen. Okay. Der Hagen baut einfach einen Schild aus Fahrzeugen um die wichtigsten Gebäude drumherum. Woanders kann man Mauern bauen. Der Hagen baut die Mauern aus Fahrzeugen. Und es da das ja lange dauert, bis die kaputt sind. Ich muss zu ihm, da erinnere ich mich auch dran, das habe ich auch früher schon gemacht. Also die Panzerchen um die Raffinerien rum basiert und so. Das hat nur immer dann nicht geklappt, wenn der Hagen vorher so doof war und hat die Raffinerie press vorne an den Sand gebaut und dann natürlich die Sandwürmchen. Oh, guck mal, lecker. Oh, guck mal, crunchy, crunchy. Das knackt so richtig. So. Hast du geguckt, dass du nicht über Trommelsand läufst? Da macht es irgendwie irgendwas zuckelt da. Ja, da sind Gegner kommen. Ja. Ich suche die gegnerische Basis. Ich hasse das anzugreifen, ohne vorher mir Gedanken zu machen, ob... Spannend wäre ja mal, ob jetzt mal irgendwas da... auch feuert. Feuert, fährt er von selber? Die sind alle im Guard-Modus. Nee, rechts hin habe ich losgeschickt. Okay. Er schießt nicht. Doch, jetzt schießen sie. Okay. Es dauert nur so sehr lange. Base is under attack. Von oben. Da kannst du wollen, was du willst. Die Base is under attack. Also es schießen hier gefühlt 10 Einheiten drauf. Und ja, aber dann das jetzt so langsam machst du mal. Dann rentiert sich's auch hier. Ja. Also jetzt schießen 6 Einheiten auf eine Einheit und die schaffen das es, halt. Auch Schaden zu machen. Ja. Wir sehen 8 Gegner und 25
Eigene Einheiten. Also wenn du auf die Radarstation klickst, dann zeigt er dir das an. Hat er? Warte. Ja. Da. Da. Friend 25, Enemy 8. Enemy Unit destroyed. Enemy yes, Unit sir. Destroyed. Yes, sir. Zwei Harvester sind auch beide unterwegs. Sehr gut. Unable to create more. Hat er gerade gesagt? Ja, du hast das Einheitenlimit erreicht. Sau gut. Ich wusste gar nicht, dass es ein Einheitenlimit gibt, aber ich habe halt nie so viel gebaut. Also, ein Stück mehr gebaut, aber vielleicht zählt der Harvester anders. Also hast du nur eine begrenzte Anzahl an Harvestern und eine begrenzte Anzahl an... Weil ich hatte bestimmt 10 Harvester und 20 Panzer und sowas. Dieses leicht näselnde Enemy Unit destroyed. Yes, sir. Acknowledged. Yes, sir. Acknowledged. Yes, sir. Na, die Formation bricht auf. Yes, sir. Und der Hagen positioniert sich auf der anderen Felsplatte. Ja, ich hoffe, dass da nicht so viele Gegner sitzen. Weil ich habe noch immer nicht alle seine... Einheiten, seine Basis gefunden. Yes, da ist noch ein Trike. Da fahren wir mit dem auch dahin. Acknowledged. Yes, sir. 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 Yes, sir. Acknowledged. Angriff. Ja, wir sind dabei. Schneller! Jetzt! Ja, aber wir fahren. Ja, ist egal. Schneller! Ja, wir sind Vollgas. Hier Sand. Das ist auch hier. Das rentiert sich jetzt. Das ist jetzt so dieses. Wir spielen ja viel StarCraft 2. Und wenn zu viel los ist, geht die FPS-Rate runter. Dann rentiert es sich irgendwo mal hinzuklicken, wo nichts ist. Das, du hast es gemerkt, gell? Ich habe es gerade mal probiert. Da war nur eine Einheit, aber es ändert nichts. Ja, doch. Also die bewegen sich schneller. Was ich auch schön finde, so, wir haben schon so Details wie diese Spuren im Sand, die sie hinter sich herziehen. Ich finde, wenn du den Trike da jetzt in der Mitte anguckst, der sieht eigentlich aus wie so ein Symbolbild heute. Weißt du, du brauchst irgendein Symbolbild für ein Auto, dann nimmst du sowas mit wie den Quad da mit 4 Reifen. Es sieht aber, also wenn sie schräg fahren, sieht es viel, viel besser aus. Aber so direkt nach unten... Guck mal, den ich selektiert habe, der sieht fast aus, wenn der nach unten fährt, wie so ein Totenschädelfahrzeug. Ja, weil du da das... Oder so... den Fadenkreuz da drauf hast. Ich habe sein Kreuz drauf. Wieso fährt der dann nicht? Ah, er fährt gut. Yes, sir. Da bin ich zufrieden. Acknowledge. Aber meine Harvester deployen auch noch nicht. Ah, siehst du, ich habe die ersten Einheiten verloren. Er sagt mir schon, es geht nicht weiter. Sie kommen von da unten alle. Also muss irgendwo da so die Basis sein. Ich hoffe, dass sie da ist. Ich parke mich jetzt kurz auf dem Betonfelsen hier drüben, weil auch ich bin wurmgeplagtes kleines Huschelchen. Und... Yes, warum fährt er denn nicht? Er fährt. Er ist einfach nur. Es dauert halt. Unglaublich. Du wolltest ja nicht so schnell. Ja, so richtig performant wird es gerade nicht. Und das, wo ich noch nicht mal alle Einheiten gebaut habe, die ich bauen könnte. Möchtest du ein bisschen mehr Speed? Also nee, jetzt spielen wir hier. Ich unterbreche jetzt nicht meinen Siegeszug, Dennis. Nein, ich könnte einfach jetzt die Geschwindigkeit im Emulator ein bisschen höher ziehen. Nein, wir spielen nein. Jetzt. Ich klicke doch jetzt nicht woanders hin. Wo sind wir denn hier? Enemy Unit destroyed. Enemy Unit destroyed. Wo denn? Ja, da oben. Ja. Ja, wo denn? Da. So, da, wir werden da, feuern sie auch? Es ist nee, die laufen aneinander vorbei. Also noch besser. Jetzt, da wird gefeuert. Yes, sir. Ja,
Bam. Atreides Harvester. Deployed. Yes, sir. Der Weg bis zum Spice ist jetzt auch echt weit. Ja. Also ganz tiefes Problem. So. Hagen kommt mit der Macht. Yes, sir. Acknowledged. 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 Enemy unit destroyed. Ich finde es so schön, dass er so yes, Enemy sir. Unit destroyed. Es ist wirklich so, ich bin beruhigt, es ist doch am Ende noch was bei rauskommen. Ja. Fährt er noch? Ja, er fährt noch. Ja, er fährt noch und sie ruckeln nach oben. Only one house will prevail. Ich stell dir vor, du hockst in so einem kleinen, popligen, aufgepusteten Reifenfahrzeug. Und dann 10 Fahrzeuge stehen um dich rum und feuern. Und du sitzt da und denkst so, ja, richt also, doch mal unsere Kanone aus. Auf wen denn? Ja, da kann er aus. Ja, also einfach mal feuern. Es hat so ein bisschen so einen sanften Touch von Arroganz. So. Yes, sir. So. Acknowledged. Yes, sir. 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 Aber es ist auch immer dasselbe Sample. Also es gab ja dann später, dass die das dann so unterschiedliche Sachen sagen. Ist an der Basis. Ich habe eine Concrete Slab gesehen. Aber damals war der Speicherplatz halt rar und kostbar und zusätzliche Disketten haben halt eine Diskette mehr, hat halt direkt die Produktionskosten signifikant nach oben gebracht. Und das sind ja jetzt schon 5 Disketten, also. Hier, dass du keine eigene Einheit anvisiert hast. Ich habe Rechtsklick gemacht. Yes, sir. Acknowledged. Yes, sir. Acknowledged. Yes, sir. So, was ist die Strategie? Den Bauhof kaputt machen? Also durch Zufall steht der ganz vorne. Mhm. Was natürlich dann bedeutet, dass er Opfer ist. Ja, ich glaube, er kann auch noch keinen Bauhof nachbauen. Also man kann, glaube ich, später irgendwie. Gibt's das? Oder ich weiß es nicht mehr, ob in diesem Spiel. Ich kann das dir nicht sagen. Also später gibt es Bauhof neue ausbauen, aber ich kann es dir nicht sagen. Mal gerade hier, was wir so alles haben. Es gibt den Palast. Raumflughafen noch, das Forschungszentrum, Reparaturanlage, Hightech-Fabrik, große Fabrik, das Trooper-Ausbildungszentrum, da gibt es noch so einiges. Mobiles Baufahrzeug, doch, gibt's. Der MBF. Damit kann man Gesteinsschichten finden, die für den Bau neuer Einrichtungen verwendet werden können. Findet das Aufklärungsfahrzeug eine passende Stelle, wird es automatisch zur Bauanlage umgewandelt. Und damit kann man dann auch auf anderen Plattformen bauen. Weil wir können ja jetzt nicht darüber bauen, weil wir nicht auf Sand bauen können. Aber dafür brauchen wir dann das mobile Baufahrzeug. Hier, Sandwurm. Typ Lebewesen auf Dune. Waffensystem, Appetit. Panzerung, schwer. Geschwindigkeit 56 Stundenkilometer. Und damit schneller als die Panzer. Der Trike kann davonfahren, der Quad auch. Die Panzer sind alle Beute. Yes, sir.
Alter, du greifst den Track an. Ah, du hast ja von den Atomraketen gesprochen, von den Harkonnen, das ist die Totenhand. Eine in allen Harkonnen-Palästen stationierte Spezialwaffe. Die ballistische Rakete kann nicht genau gelenkt oder auf ihr Ziel eingestellt werden. Mit ihren mehrfach Sprengköpfen kann sie doch Zerstörung über ein großes Gebiet führen. Wird auch, wenn viel los ist, wird auch dieser Text langsamer. Hagen, du siehst nicht zufrieden aus. Mein Schadensoutput ist einfach so niedrig, dass es diese echt Dinger machen halt auch keinen Schaden. Weil, guck mal, ich kaufe dieses blöde Construction Yard, greife ich hier an. Ja, der repariert. Du musst halt schneller Schaden machen, als der repariert. Ich wechsle jetzt meine Strategie. Alles auf den. Alles für den Dackel. Alles für den Club. Du hast 1400. Du könntest einfach mal. Ich kann nichts bauen. Ja, aber du könntest eine weitere Raffinerie bauen. Kann ich, aber muss ich nicht. Ich kann 3000 einlagern. Jetzt. Geh mal aufs Radar und guck mal, wie viele Einheiten du hast. 25, okay. Enemy 11. Ja, aber er hat Fußtruppen und seine sind nicht so. Also du kannst ja auch keine Bauwarteschlange machen, dass du mal auf Vorrat sagst, sobald geht, bau mal. Also Strategien von späteren Spielen dann. Du hast ja Maximum an Einheiten, also viel mehr Schaden kannst du nicht machen. Vielleicht musst du doch erst die Ernte zerstören. Ja, jetzt, ne? Es ruckelt. Er war eben bei halb. Ich schieße mit dem Trike auf den da, der ist doch immer rot. Mhm. Das ist so die Frage, wann geht ihm das Geld aus? Weil dann geht's schnell. Mhm. Ist er jetzt schon fast halb leer? Ja gar keine Snack-Blüchchen mehr. Ich habe doch eine gegessen. Also ich finde immer wieder deine Zurückhaltung hochgradig faszinierend. Mit einem Gürchen kannst du mich ja noch nicht mal hinter dem Ofen hervorlocken. Tja. Ich bin ja so schmächtig, Mann. Das ist es nämlich. Wenn du auch die ganzen Einheiten zu Hause stehen lässt, ist es ja kein Wunder, dass es nicht vorwärts geht. Ja, ist klar. Ja. Ja, da oben offensichtlich alles abgegrast. Ich glaube, ich schlage eine andere Strategie vor. Es wird nichts so, ja? Ja, du musst ihm die Economy kaputt machen. So,
Schick doch mal einen Scout mal nach rechts und guck mal, wo seine Raffinerien und so weiter sind. Muss den Nachschub unterbrechen. Ist immer Harvester destroyed. Macht nichts. Nee, weil da deployed steht, nicht ja, destroyed. Also es macht einen schon so ein bisschen so. Enemy unit destroyed. Enemy unit destroyed. Ja, aber wenn die eigenen zerstört sind, sagt er nicht. Das wird nur oben eingeblendet. Da gibt es keine Sprache dazu. Oder ist es dieses. Platt. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Wozu wir schon da sind, können wir auch feuern. Ja, wenigstens ist das, ne? Gucken, dass wir hier nicht so ein Luftlandeunternehmen im Hintergrund haben. Ja, schon auf 12 aufgerüstet. Naja, und wir verlieren Einheiten. Ja, wir haben nur noch 24. Instruction complete. Yes, sir. Gut, dass der Gegner noch keine Panzer hat. Ja, leider, weil sonst würde ich jetzt auch Panzer haben. Ja gut, das... Ja, gelb passt den runter. Ja, es geht eigentlich nur darum, dass ich jetzt Schaden genug mache. Ah, jetzt endlich. Enemy unit destroyed. Da wird der Harvester gerade entladen. Und damit hat er natürlich jetzt wieder Geld, um zu reparieren. Unable to create more. Acknowledge. Yes, sir. So, ich wette, jetzt ist der Bauhof wieder repariert. Yes, sir. Yes, sir. Willst du dem nicht einfach mal einen Trike hinterher schicken, dem Harvester, der kontinuierlich draufballert? Yes, sir. Er ahnte direkt vor der Haustür, das ist halt critical problem. Ne? Ah, hier, ja, jetzt. Ah, er nimmt wieder zu. Aber komm, jetzt. Da. Habe ich genau weggeklickt. Ich habe gedacht, es dauert noch. Sehr schön. So. So. Dann kannst du jetzt anfangen, ihm die strategisch wichtigen Gebäude wegzunehmen. Das sind die. Ist die Fabrik? Oder ja. Was ist das? Das ist eine Fahrzeugfabrik. Ja.